Nee, fahr mal hinter. Ich fahr jetzt nicht hinter, also nach hinten, sondern ich bringe jetzt hier erstmal nur die Seeds weg. Ich bin ja anständig und schlepp den Scheiß nicht die ganze Zeit mehr mit mir rum. Ja, ich schlepp ihn auch nicht mit mir rum. Ich hab ihn schon alles wieder aufs Feld geplaced. So, das ist weg, das ist weg. Oh, das sind... Ach, nee, doch nicht. Ich wollte schon sagen, Melonen. Ich geh jetzt zu den Schafe brauchen wir auf jeden Fall nicht vermehren, davon haben wir genug. Definitiv, ja. Vielleicht gehen wir zu den Kühen. Wenn die Fleisch geben, könnte man davon auch ein paar von mal umhauen, glaube ich. Geben wir leider kein Fleisch. Die erstmal Kühe müssen wir vermehren. Pam, pam, pam. Liebe, liebe, liebe. Liebe, 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 liebe. Liebe, 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 liebe. Liebe, 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 liebe. Liebe? Wer will Liebe machen? Wo wollen die alle Liebe machen? Hier unten sind so viele Sugarcanes. Die müssten wir eigentlich mal hochbringen. Egal. So, ja. Ich leg mir mal ins Bett. So, die Kühe sind vermehrt. Ich hab noch ein paar. Meine müssen wir, glaube ich, auch vermehren. Aber so, oder? Ich bin jetzt erstmal in der Bettsche. Ah ja, ich komme. Dauert aber eine Sekunde. Erscheinen reicht, bitte. Nee, komme. Ja. Aber dann bitte nicht, wenn ich da in der Nähe bin. Warum? Die Antwort bleibe ich dir jetzt schuldig. Ja, bleibst du. Also los, wo ist die Antwort? Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich mache jetzt mal Folgendes. War den hier. Ja, geht es? Hä? Warum rufst du mich an, du Dachlatte? Weil ich es kann. Hallo? 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 Guten Tag. Ja, wie geht es Ihnen denn, Herr Littek? Sehr angenehm heute. Ja, ein schöner Tag, ne? Kommen Sie denn bald ins Bett, bitte? Nein, wie nötig, oh, Akku schwach. Wir telefonieren im Let's Play. So. Wir könnten eigentlich mal eine Pizza bestellen im Let's Play, oder? Könnten wir, ja. You can only sleep at night. Du bestellst bei dir eine Pizza, ich bestell bei mir eine. Ja. Dass die dann auch kommt, während wir am Aufnehmen sind. Nee, das müssen wir dann mal im Livestream machen. Im Livestream eine Pizza bestellen, ja. Nee, dann machen wir auch so einen lustigen Videostream. Ja. Oh. Was soll der wissen? Nimmst du die. Ja, du bist doch... Ja, genau. Hast du aufgesammelt? Gut. Hallo, hallo. Warte, oh, warte, warte, warte. Darf ich neu stellen? Ja, jetzt hast du natürlich aufgesammelt. So, jetzt hopf rein. So. Was ist das für eine Musik? Für Musik. Was ist das? I don't Knopf. Emily Sande? Ach so, ja, kenne ich. Davon gibt's einen lustigen Drum and Bass Remix. Ein Drum and Bass Remix. Ja, sowas so. So irgendwie so. Nee, das ist kein Drum and Bass. Was kommt denn danach? Danach kommt Faceless. Insomnia 2005? Das ist geil. Sind doch keine Top 100. I can't get no sleep. So. Nein, hier schweben Betten in der Luft. Eine magische Kraft ist hier im Walde. Ach du Kacke. Am Werke. So, und da. So. Ist noch ein bisschen vielleicht, ich glaube, ich würde sogar fast woanders anfangen zu bauen, weil... Das sieht nicht gut aus, so, ne? Das sieht nicht gut aus, wenn das so am Berg ist. Oder meine ich das bloß? Man könnte nämlich hier dann schön den Tunnel verlängern. Weiterbauen. Ja, den Tunnel verlängern. Ich würde erstmal hier das Häuschen irgendwie woanders hinstellen. Hier oben vielleicht. Na gut, das ist natürlich jetzt von dir gemacht hier wieder. Sehr natürlich wirkend. Ja, klar. Eins, deswegen zwei, drei. Deswegen packe ich jetzt erstmal hier wieder ein paar von den... Guck mal, hier oben könnte man doch so ein schönes Plateau machen. Hier oben kommt dann dieses Häuschen hin. Damit er wieder ein bisschen realistischer aussieht hier und nicht wie aus dem Baumarkt. Mist, jetzt kommt mein Fusch raus. Ja, ich merke das schon. Weil ich keinen Dirt hatte. Aber, willst du da oben so ein Plateau hinmachen, wo wir das draufstellen? Richtig. Und dann hier drunter die ganzen anderen Häuser dann. Alter, ey, Daniel, du bist doch eine Fake-Sau, bist du. Macht er diesen schönen, natürlichen Berg? Ja, du hast mir keine Dörte gegeben, du bist schuld. Wenn ich keine hab, dann kann ich dir auch keine geben. Du bist schuld, Junge. Hast du keine Dörte gegeben, Alter. Außerdem leckt der Server gerade. Ein Scheiß leckt der.
Ja, klar, bilde ich mir nur ein. Ja, bau die tust die du. Blöcke ab und die kommen alle wieder. Bilde ich mir nur ein. Da hat er hier eine Scheiße gebaut. Da werde ich schon wieder zum Choleriker. Ich kümmere mich mal um den Aufgang hier, ne? Dass der hier, ja, der Tunnel in den Boden reingeht. Jaus, mach wie du willst. Mach wie du willst. Von mir aus kannst du dich auch um einen anständigen Abgang kümmern. Ist mir auch egal. Alter Choleriker, du. Halt's Maul. Alter. Wie baue ich das denn jetzt um hier, damit ich deine Scheiße wieder einigermaßen natürlich machen kann? Ja, keine Ahnung. Lass einen Creeper drin explodieren. Boah, das gibt's nicht. So Rotze aus, was du hier gebaut hast, ne? Ja, mach selbst. Ja, mach ich ja jetzt auch. Halt's Maul, ey. So, was ist eigentlich hier, warum... Ach, die Zigarette brennt im Aschenbecher, schön. Irgendso, wo kommt auf einmal dieser komische Rauch her und raubt mir meinen Atem? So. Also, das hacke ich jetzt mal weg hier. Hast du noch irgendwelche lustigen Themen? Wir können uns ja auch über lustige Krankenhauspolitik unterhalten oder so. Was gibt es denn noch so? Oder über Gummibären? Es gibt gerade Streik bei der Lufthansa, darüber können wir uns unterhalten. Mann, können wir uns mal über was Interessantes unterhalten? Ja, Streik bei der Lufthansa, ich bitte dich. Von mir aus können die den ganzen Tag streiken, das ist mir scheißegal. Lufthansa ist sowieso ein Drecksladen. Nö, Germanwings ist ein Drecksladen. Ja, Lufthansa auch, weil Germanwings gehört zu Lufthansa. Ist beides Kacke. Ich flieg eh immer Air Berlin, wenn überhaupt. So, ja, ich auch, weil da gibt's nämlich auch, selbst als Billigflieger gibt's ja immer lecker Brötchen. Economy Class, ahoi. So. Ja, natürlich. Da gibt's immer einen Becher Wasser und ein Brötchen umsonst. Das reicht, mehr brauchen wir nicht. So, jetzt mache ich mal hier ein bisschen Dörte. Außerdem haben bei Air Berlin sind die Stewardessen schärfer. Also finde ich. Mike fliegt Flugzeug wegen den Stewardessen. Ja, ich bin schon jetzt mit vielen Fliegern unterwegs gewesen und definitiv bei Air Berlin sind die schärferen Stewardessen. Also die weiblichen meine ich jetzt, nicht die. Ach so, du meinst nicht die männlichen. Bah, bist du mal mit der Air France geflogen? Nee. Habe ich mir noch nicht angetan, ne. Sei froh, aber es ist ein Erlebnis, so wie du davon, so wie du davon sprichst, wäre auch, glaube ich, keine Alternative. Ist halt kein Verlust, wenn ich da nicht mitfliege. Dann kannst du mit so ein paar notgeilen Franzosen mitfliegen. Notgeile Franzmänner, ja. Jop. Ich buddel so hier, du musst dann da irgendwann nach unten graben, ne, weil, oder du siehst ja meinen Namen, ich guck jetzt mal, dass ich da... Muss irgendwann nach unten graben. Habt ihr das gehört? Ich muss. Ja, du musst. Ich hab zwar keinen Schimmer, was er da macht, aber ich muss. Ich grab den Tunnel weiter, hab ich dir doch gesagt. Siehst du, hörst ja, mir auch nicht zu, du Dachlatte. Ich weiß trotzdem nicht, hab ich schon mitgekriegt. Ich weiß trotzdem nicht, was du da machst. Alter, ich hätte auch gesagt. Weil ich bin ja immer noch hier deine Scheiße hier wieder am Heile machen. Biscop Larry. Ich grab grad zu dir. Den Tunnel einfach weiter was? In die Richtung. Leisure Suit Larry? Piscop. Leisure Suit Larry. Nee, du bist mir auch so einer. Du bist mir auch so ein Leisure Suit Larry. Penis. So, ich kauf mal hier weiter. Hey, aber ich glaube, ich kaufe mir den Server, den sich Kevin gekauft hat. Die Spezifikationen, die sind mir spontan ins Auge gesprungen. Das ist auch wieder so eine sinnlose Investition, weil du damit überhaupt nichts anfangen kannst. Zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. Aber gut, ist dein Geld. Nee, ich gebe nichts aus. Ich muss nur sparen, weißt du doch. Mhm. Deswegen habe ich dir auch ein 20 Euro Express-Paket geschickt. Ich muss sparen. Mhm. So, zack, zack, zack. So, jetzt haben wir wieder, jetzt muss ich mal gucken aus der Ferne. Wer wird dann in die Ferne schweifen? Wenn das Gute liegt so nah. Ja gut, das sieht schon wesentlich besser aus. Bin ich an dir schon vorbei? Guck mal, nee, hier, guck mal hier runter, wo bin ich? Nee, du bist ungefähr auf der Mitte. Also kann ich noch ein Stück. Ja. Nicht nur können, sondern müssen. Jetzt fängst du auch schon so an. Außerdem ist der Insomnia-Song voll kacke. Dieser Remake soll, das Original ist viel schöner. So. Ich weiß gar nicht, von wann ist das Original? 1996? 97? Ja, sowas. War ich noch ziemlich klein. Also gestern. Jetzt bist du genau unter mir. Ist das gut so?
Wollen wir da einen Keller reinbauen? Würde ich vorschlagen und dann nach oben. Hier fängt dieser Berg an. Jo, also ich würde dann hier einen Keller reinbauen, hier unten, ne? Wo dieses Gleis ankommt und dann da eben dann das Haus draufsetzen. Also. Du willst die Schienen also bis hier hinten laufen lassen? Ah ja, klar. Okay, und dann hier zumachen? Jo. Na gut, dann mache ich hier schon mal hier mit Dörte zu. Das ist der Plan. Hier unten liegt übrigens massig Dirt, ich kann sie nur nicht aufsammeln. Guck mal da hinten. Boah, bis jetzt habe ich erstmal massig Erde aufgesammelt, Dingens aufgesammelt, Köbel. Oh, das kenne ich. Far East Movement featuring Justin Bieber. Ich muss mal kurz ein Lied weiterdrücken. So. Ja, das ist Oh, Flowrider. Whistle. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Okay, kommt man hier jetzt hoch? Know. Nein, irgendwie nicht so. So kommt man hoch. So, warte. Ja, kein Plan, wie man das jetzt hier vernünftig dann aufdörtet. Ja, warte, ich komm da mal hoch. Zack, 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 zack. Ja, mach. Hau mir den Dirtblock über die Fresse, ey. Alter, was du? Ich bin hier schon am Dirten. So, dirt, yeah. Okay, also hier... Auf der Höhe würde ich sagen, machen wir so und dann, nein, den weg wieder und dann so, gehen wir mal ein bisschen rüber und hier so und dann können wir hier noch so einen kleinen reinmachen und dann gehen wir wieder hier so und dann so und so. So, so, so und so, ja. Ja, dann kriegen wir eine einigermaßen natürliche Form hier irgendwie hin. Ja, okay, gut. Ja, aber ich möchte ja nicht, dass das aussieht wie aus dem Kaufhaus. So wie das, was du da gebaut hattest. Wie aus dem Kaufhaus. Ja, ist doch so. Du baust doch immer so komisch gerade. Und das muss doch natürlich aussehen. Natürlich muss er aussehen. So, ich pack mal hier die Sachen alles in die Endertruhe. Kann ich die dann nachher einfach vernichten, die Endertruhen? Die Sachen sind noch da? Nein. Wie jetzt? Ja. Also ich kann sie einfach vernichten. Und die Sachen sind noch in der anderen Truhe drin. Ja, das wollte ich doch nur wissen. Ja, habe ich doch geantwortet. Muss nämlich jetzt hier... Einmal mit Profis, ey. Ich habe keinen Platz mehr in der Innertruhe. Kacke. Will ich demnächst lieber mit Annie. Der kann besser spielen als so. So. Das hat mich halt getroffen. Kann ich gar nicht so hart treffen. Du kannst nämlich nicht nach hinten rollen, um was zu trinken zu holen. So. Jetzt komme ich mal hier rein und dann machen wir hier so langsam mal dicht. Die Betten stehen unten im Tunnel, ne? Was? Treppen? Betten. Ach, Betten. Das war gerade ein bisschen abgehakt, deswegen habe ich also, hab Betten. Die Betten stehen Treppen unten im Tunnel, habe ich gesagt. So, das heißt, wir müssen hier nochmal irgendwie nach unten dann gleich. Ja, jetzt müssen wir erstmal hier ein bisschen aufstellen. Keine Schaufel mehr. Ach, das ist doch auch wieder Rotze hier. Was ist das hier? Was ist was hier? Ja, das hier. Ja, ich kann nichts mehr aufsammeln und meine Chests sind alle voll. Schon wieder einmal mit Profis. Einmal! Einmal möchte ich mal mit dir... Und zwar, ich hab die Scheiße schon wieder aufgesammelt, die du da abgebaut hast. Ja. Das ist, Leute, jetzt wisst ihr, was ich meine. Man kann mit Daniel nicht spielen, der baut und 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 wir hätten nachher den ganzen Rotz am Hals. Ich. Ja, guck mal mein Inventar an, ey. Ja, was soll ich denn sagen? Mein Inventar ist jetzt voll zugerotzt, weil du die ganze Scheiße abgebaut hast. Hör mal hin. Es geht ja hier auch ums Ab- und Aufbauen. So, weil der kann ja nichts selber, der Junge. So, kommst du mit runter, pennen wir eben. Nein, ich bleib jetzt hier. Ich hab jetzt meinen Stolz. So, was ist der jetzt davon? Ich bin jetzt bockig. So, Dirt-Treppe. Jetzt müssen wir hier irgendwas einfallen lassen, damit das einigermaßen schnieke aussieht. So, und dann kann man hier vielleicht noch so und. Da kann man fast so verkaufen, würde ich sagen. So, und dann.
Ja, können wir machen. So und dann so und dann noch so und so. Dann haben wir das hier. Dann haben wir das hier aufgedördet. Dann ist für den Bereich. Und jetzt werden wir hier und dann so und dann können wir hier so und dann so und dann machen wir hier mal so. Ey, dann wird das schon wieder so komisch gerade. Da habe ich keinen Bock drauf. Scheiße. Ja, das ist jetzt halt. Warte. Vielleicht. Hier so. So. Gerade, Kacke. Ist gar nicht so einfach. Geht, ist nicht so schlecht. Geht. Ja, das hier ist aber. Hier ein bisschen weg. Da ein bisschen weg und dann hier und da weg. Das ist schon nicht mehr ganz so schlimm. Schnipp, schnapp, Blöcke ab. Schnipp, schnapp, schnie, schna, schnappi. Schnappi, schnappi, schnapp. So. Hier kann man noch einen wegnehmen und dann noch einen wegnehmen. Playlist so. Stopped, kick mal an. Ja, wieder ein bisschen nach oben hier. Lass uns nochmal anlaufen. Bam, 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 bam. Oh, es läuft gerade so eine tolle Sturmfilmmusik. Was? Sturmfilm? Sturmfilm, ja. Dum, 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 dum. Weißt du, so Piano-Musik. Oh, ach, Stummfilm. Sturmfilm. Sturm? Sturm. Was ist ein Sturmfilm? Ein Sturmfilm. Was ist das? Ein Sturmfilm. Das ist jetzt keine Frage, also hier ist kein Scherz. Ich frage jetzt wirklich, was ist das? Ein Sturmfilm ist umgangssprachlich ein Stummfilm. Das nennt man Sturmfilm. Sturm. S-T-U-R-M. Film. Was hat ein Sturm mit Stumm zu tun? Da weißt du ich nicht, Mann, das ist ein Begriff. Nein, die Filme heißen Stummfilm, ohne R. Alter, soll ich nachgucken? Nix mit Sturm. Ja, kannst du gerne tun. Könnte höchstens sein, weil Erfindersturm heißt, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Sturmfilm, weil der Erfindersturm heißt, jawohl. Ja, weil so hat es nichts mit dem Sturm zu tun, deswegen. So, und jetzt habe ich kein Dirt mehr. Ich hab noch, jetzt, wenn du brauchst. Nee, ich geh zurück. Ich hol mir jetzt Dirt. Weil wir brauchen sowieso noch ordentlich, wenn wir das da richtig wirklich aufdirten. Ich brauchen hab zwei noch? Stacks. Ja, eben. Gehen wir noch 10 holen. Ja, diese riesen Höhle da. Ich hab noch 2 Stacks. Ich hätte die halt erstmal so gelassen, wie sie ist, ey. Nix da, hier werden keine halben Sachen gemacht. Nicht so wie die Scheiße, die du da gebaut hast, mit dem Redstone und den Scheiß da. Wird hier anständig gemacht. Sind hier nicht bei Fetter im LP. Außerdem, warum spiele ich schon wieder den Alleinunterhalter? Du spielst nicht den Alleinunterhalter. Fühl dich nicht immer besonders. Doch, nein. Ich bin besonders. Nein, bist du nicht? Doch, ich bin schon allein da deshalb besonders. Mein weil Gott, du ist der egoistisch, Alter. Ist mir auf den Sack. Kacknoobs, ey. Sprichst du mit dir selbst? Du weißt schon, mit wem ich gesprochen habe. Du ja, Penner. Mit dir selbst. Halt's Maul. Ach, wir haben uns doch so gern. Ja, ich hab dich auch mal gern. Mit meiner Faust. So. War ich jetzt in die richtige... Alter, was ist denn mit dem scheiß Minecart los? Setz dich rein, drückst auf den Knopf, dann fährt der einen halben Meter, Ende. Voller Bug, ey, das ist so eine Scheiße. Aber wirklich sehr buggy im Moment. Stimmt, Mauer, nur weil du auf dem Server bist. Ach ja, halt's Maul.